Für die meisten Menschen bedeutet das Wort Orgasmus immer Sexualität. Es gibt dir ein gewisses Gefühl von einem Höhepunkt, aber es bringt dich nicht zu einem absoluten Höhepunkt. Aber wenn man einmal weiß, wie man orgasmisch sein kann, ohne Körperlichkeit nötig zu haben, dann ist es ein immerwährender Orgasmus. Im Allgemeinen bedeutet für die meisten Menschen das Wort Orgasmus, wenn nicht in der Erfahrung, dann zumindest im Sprachgebrauch, immer Sexualität. Aber das ist nicht der Fall. Im Wesentlichen meint ein Orgasmus einen verinnerlichten, ekstatischen Zustand. Es wird allgemein im Sprachgebrauch in Bezug auf Sexualität verwendet, weil es leider wahrscheinlich ist, dass die meisten Menschen keine andere Erfahrung kennen, die größer ist als die körperliche Intensität der Sexualität. Die meisten Menschen haben noch nicht einmal etwas darüber hinaus kennengelernt. Sie haben also begonnen, das Wort Orgasmus für Sexualität zu verwenden. Das Wort Orgasmus bedeutet viel mehr als das, nämlich dass dein ganzer Organismus einen bestimmten Höhepunkt erreicht hat. Sexualität tut das nicht. Es gibt dir ein gewisses Gefühl eines Höhepunkts, aber es bringt dich nicht zu einem absoluten Höhepunkt, an dem jede Zelle in deinem Körper explodieren wird. Also, es ist... Sexualität oder Sex ist eine unzureichende Aktivität, um als ein Orgasmus bezeichnet zu werden. Es ist unzureichend. Es ist einfach so, dass, wenn man körperlich einen bestimmten Zustand der Ekstase erreicht, es da eine Begrenzung gibt. Aber wenn man einmal weiß, wie man orgasmisch sein kann, ohne die Notwendigkeit der Körperlichkeit, dann ist es ein immerwährender Orgasmus. In Indien haben wir ein besseres Wort dafür. Wir nennen dies Ananda. Ananda ist orgasmic. Ananda ist orgasmisch. Wir haben Gott als einen Orgasmus beschrieben. Wir sagen, Gott ist Ananda, Brahmananda. Wenn wir also Brahmananda sagen, meinen wir damit, was man als Gott bezeichnet, ist ein ultimativer Orgasmus. Wenn du aufrichtig genug bist, das Leben zu betrachten, ohne die Konditionierungen der festgeschriebenen religiösen Prozesse, ist im Grunde das Einzige, wonach ein Mensch sucht, ein ultimativer Zustand von Annehmlichkeit. Er nennt es das Königreich Gottes, er nennt es Himmel, er nennt es wie auch immer. Im Wesentlichen sucht er nach einem ultimativen Orgasmus. Er sucht nach nichts anderem. Daher wurde Gott als Ananda beschrieben oder Gott wurde als Orgasmus beschrieben. Orgasmus ist kein ausreichendes Wort. Ananda drückt diese Sache auf eine viel größere Weise aus, als es das Wort Orgasmus ausdrückt. Im Osten nannten wir Gott also Ananda. Ultimativer Orgasmus ist Gott. Wenn du dich mit begrenzten Dingen zufrieden geben willst, kannst du es mit Sexualität, Alkohol, Drogen versuchen. Es wird dich nur versklaven, es befreit dich nicht. Denn dies ist nicht Ananda, dies ist nur Vergnügen. Vergnügen ist immer verstrickend. Die Menschen suchen Vergnügen im Wesentlichen, weil Freude fehlt, weil Glückseligkeit fehlt. Wenn du glückselig wärst, würdest du mit Sicherheit nicht Vergnügen suchen, ist das nicht so? Wenn du in diesem Augenblick wirklich glückselig wärst, würdest du Vergnügen suchen? Vergnügen ist lediglich ein Schatten von Glückseligkeit. Es ist niemals das Echte. Es gibt dir lediglich einen Schatten. Aber wenn du das Echte noch nicht kennst, reicht auch ein Schatten. Ich bin nicht dagegen. Aber
Wenn du die Begrenzung von Vergnügen nicht erkennst, wirst du dich darin verstricken. Je mehr und mehr du nach Vergnügen suchst, desto mehr und mehr verstrickst du dich mit den Objekten des Vergnügens. Aber je glückseliger du wirst, desto mehr und mehr wirst du frei von allem werden. Wenn du wirklich glückselig bist, ist nichts nötig. Keine Nahrung ist nötig, kein Schlaf ist nötig, sogar Leben ist nicht nötig. Eigentlich, wenn du wirklich glückselig bist, bist du bereit zu sterben. Bitte schau dir das an. Nur der, der ständig bereit ist zu sterben, jeden Augenblick seines Lebens, nur derjenige wird das Leben kennen. Denn wenn du nicht weißt, wie du in den Abgrund des Lebens fallen kannst, wirst du nie den Gipfel des Lebens kennen. Das Leben ist eines im anderen, das ist das Problem. Aber die Menschen denken, das eine steht dem anderen entgegen, weil sie ihren logischen Verstand benutzen, um das Leben zu entschlüsseln. Leben und Tod sind, eines ist im anderen. Sind sie eines nach dem anderen? Sie sind nicht eines nach dem anderen, sie sind eines im anderen. Bitte versteh das. Und nur wenn du bereit bist, in den Abgrund des Todes zu fallen, you will know the peak of life. Wirst du den Gipfel des Lebens kennen. Im Allgemeinen, im englischen Sprachgebrauch, wenn du in einem hoffnungslosen Zustand bist, sagen wir, man sagt im Englischen, you're falling into your bottomless pit. Du fällst in einen bodenlosen Abgrund. Bitte versteh das. Schau dir die oberflächliche Art an, wie die Leute das verstehen. Wenn ein Abgrund bodenlos ist, ist da nicht wirklich eine Gefahr, oder? It is the most wonderful thing. Es ist die wunderbarste Sache. Wenn etwas bodenlos ist und du fällst hinein, it is an eternal free fall. Ist das ein ewiger freier Fall. Only because there is a bottom, there is a problem. Nur weil es einen Boden gibt, gibt es ein Problem. Es geschah einmal, dass Shankaran Pillai aus dem zweiten Stock fiel. Und er sich verletzte. Die Leute sammelten sich um ihn und fragten, hast du dich durch den Sturz verletzt? Er sagte, ihr Dummköpfe, es ist nicht der Sturz, es ist die Unterbrechung. Es ist niemals der Sturz, es ist immer die Unterbrechung, die dich verletzt, ist es nicht so? Thank you.